Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben versucht, gut ins Spiel zu kommen, sind aber nicht richtig reingekommen. Da haben die größte Chance am Anfang in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit sind wir ganz gut reingekommen, haben das Spiel angenommen, haben alles gegeben, gekämpft bis zur letzten Minute und denke, dass es auch verdient war dann der Ausgleich. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war es eine harte Kost für alles. War nicht einfach, war klar, es war viel auf dem Spiel stand. Haben nicht viele Chancen kreieren können, war eher Krampf als Kampf und Leidenschaft. Kommen dann aus der Halbzeit, haben uns viel vorgenommen, kriegen dann das Tor. Und dann haben wir, glaube ich, ein paar Minuten gebraucht, bis wir es verarbeitet haben und haben dann ab der, was soll es gewesen sein, 70., 75. nochmal alles investiert, versucht und haben uns dann zum Glück belohnt. Ist nur ein Punkt, aber glaube ich, nochmal enorm wichtig. Ja, der Ball fliegt hoch rein, wir kämpfen um jeden Ball. Der Ball fällt vor unsere Füße, wir hauen ihn rein. Ich denke, dass unsere Mentalität zeigt, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen, dass wir das unbedingt wollen, dass wir in der Klasse bleiben wollen. Und ich denke, das ist auch verdient so. Überragend. Ich meine, schade, dass nicht das 2-1 war für 3 Punkte. Letztendlich müssen wir damit zufrieden sein. Im Hinblick auf die nächsten Wochen ist, glaube ich, enorm wichtig, dass jetzt nicht 3 Punkte zwischen uns und St. Pauli stehen. Wir müssen das Spiel schnell abhaken. Nicht ganz so viele gute Sachen dabei, dann müssen wir dran arbeiten, wir müssen viel mehr Leidenschaft noch zeigen. Ist natürlich auch nicht einfach, weil St. Pauli natürlich auch keine Gurkentruppe da hat. Gilt trotzdem mit breiter Brust in die nächsten Aufgaben zu gehen. Ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein kann. Man hat gesehen, Karlsruhe verliert heute. Pauli ist unser direkter Konkurrent, ist alles so geblieben jetzt erstmal. Es war ein sehr wichtiger Punkt und jetzt müssen wir weiterarbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Ich glaube, das hat uns schon immer ausgezeichnet, der Zusammenhalt in der Mannschaft. Das haben wir heute abermals bewiesen und das ist die Grundbasis in so einem Abstiegskampf. Da muss jeder zusammenhalten und daran geht es auch in den nächsten Wochen weiterzuarbeiten.